Willkommen zurück bei Farmers Dynasty. Hier ist der Lama und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zusehen. Wir haben ja in der letzten Folge den Heuwagen beschafft und mühsam, qualvoll, leidend erarbeitet. Aber naja, ganz so schlimm war es nicht. Aber das nächste Ziel, das steht schon an. Nachdem wir jetzt nun unsere Hühner haben und auch die ersten Eier schon auf unserem Gehöft gesammelt haben, soll es jetzt Richtung Süden gehen. Wir brechen auf Richtung Kelvin, denn auf diesem Hof gibt es eine Heuballenpresse zu ergaunern. Anders kann man das ja gar nicht nennen, was man hier eigentlich tut. Und dort fahren wir jetzt auch mit unserem kleinen heißen Trecker hin und hoffen mal, dass das relativ schnell geht. Ich steige hier schon mal drauf. Den Heuwagen, den können wir abhängen. Und dann würde ich sagen, geht es los mit Vollgas. 1500 Meter, also anderthalb Kilometer sind es hier. Stellen uns mal den Tempomat ein und wir können auch bei Gelegenheit noch was essen. Eine Dosenmilch werden wir verbraten. Und dann sagen wir Kelvin einfach mal Hallo und gucken mal an, was wir denn so machen müssen, um diese Heuballenpresse zu erhalten. Die ist wichtig. Damit können wir nämlich gleich schön übers Feld schlingern und das ganze Stroh, was da liegen geblieben ist von der Ernte, zusammensammeln. Tja, wie wir das Ganze dann auf diesen Heuwagen aufladen, ich weiß es noch nicht. Ich habe noch gar keine Ahnung. Meine große Hoffnung ist es, dass wir nach Abschluss dieser Mission möglicherweise eine Folgemission erhalten, wo wir möglicherweise irgendetwas finden, ein Werkzeug, ein Tool oder sonstiges, was uns hilft, diese Heuballen dann auch tatsächlich aufzuladen. Ob wir die dann nutzen werden, um zum Beispiel Futter für die Kühe bereitzustellen oder ob wir sie verkaufen werden, das können wir uns dann immer noch überlegen. Aber jetzt müssen wir erstmal Schritt für Schritt nach vorne schauen und gucken, wie das überhaupt wird und ob uns das so gelingen wird. Ja, ist natürlich die Frage, welche Missionen können wir und müssen wir dafür noch erfüllen. Alles, was jetzt mit Neuernte zu tun hat, also Düngemaschinen zum Beispiel oder Sämaschine, das sind alles Sachen, die können wir uns eigentlich für die neue Erntesaison aufsparen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir erst im April wieder eine Aussaat anlegen müssten und wir sind ja nach wie vor erst im August, also bis dahin wäre also noch eine ganze Menge Zeit. Aber das, was wir aktuell zu erwirtschaften und zu bewirtschaften hätten, das wäre jetzt erstmal die oberste Priorität und diesbezüglich bin ich natürlich auch wahnsinnig neugierig. Ja, vielleicht noch eine Information für euch vorab. Es ist immer noch Sonntag, es ist immer noch der dritte Advent und ich muss natürlich so ein bisschen in Vorleistung gehen, was die Folgen angeht, wenn ich es irgendwie realisieren möchte, dass ihr jeden Tag eine Folge Farmers Dynasty oder Forest Village oder sonstiges auf dem Kanal zu sehen bekommt. Aktuell läuft ja auch noch der Motorsport Manager. Das ist übrigens auch sehr lohnenswert, da mal reinzuschnuppern. Falls euch das interessiert, macht das mal sehr gerne. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Muss ich trotzdem so ein kleines bisschen mit meiner Zeit haushalten. Ich bin ja arbeitstätig und über Weihnachten möchte ich natürlich auch Weihnachten oder das Fest im Kreise der Familie verbringen. Das heißt, ich muss so ein bisschen vorarbeiten und ein bisschen voraufnehmen. Das bedeutet für euch natürlich auf der anderen Seite, dass ich nicht immer in der Lage bin, jeden Tag auf Kommentare verbal einzugehen, sondern dann eher eine kurze Nachricht hinterlasse, in den Kommentaren mich melde. Und manchmal vielleicht auch speziell in diesem Fall von Farmers Dynasty es dazu kommen kann, dass nicht immer der aktuellste Stand der Patchnotes mit einfließt, weil ich im Moment den Eindruck habe, dass man hier bei Farmers Dynasty relativ eng dran ist und viel patcht und zeitnah patcht. Und deswegen müssen wir da einfach mal so ein bisschen abwarten und ich bitte euch natürlich da auch so ein bisschen um eure Geduld, aber ich gebe mein Bestes und hoffe, dass ich euch zumindest auch über Weihnachten vielleicht mit der einen oder anderen Folge versorgen kann. Ich gebe mir Mühe, mal sehen, ob das gelingen wird. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass ihr trotzdem am Ball bleibt und wir uns dann spätestens nach Weihnachten auch wiedersehen können. Okay, für den Moment würde ich sagen, konzentrieren wir uns erst einmal wieder auf unsere wirkliche Arbeit hier, auf die Tätigkeiten, die wir vor Ort durchführen müssen.
Wir sehen hier schon, ihr wartet auch eine ganze Menge Arbeit auf uns, Kelvin. Wenn wir die rechte Maustaste drücken, ist im Moment noch nicht so ganz sicher, was er von uns halten soll. Aber das wird sich gleich erübrigen. Hallo, brauchen Sie etwas? Sagt er hier. Nun ja, ist die Ballenpresse verfügbar? Ich könnte so eine brauchen. Genau, dringend sogar. Now what the hell? I'm leaving this place anyway. Selling, you know. Moving back to the sea. Guess this life's not for a sailor. Mhm. So, wie viel Geld haben Sie? Nun, nicht viel. Zumindest nicht für so alte Geräte. Aber ich arbeite dafür. If you say so, I guess if you restore these barns, I'll get more money selling the farm. So, I'm good anyway. What do you think? Sicher. Wir haben einen Deal. Ja, auch Kelvin ist hier wieder sehr, sehr sprachgewandt. Wahrscheinlich kommt er auch von übersee. Kelvin wird diesen Hof verlassen. Natürlich habe ich mir jetzt auch die Frage gestellt, warum sollen wir für Kelvin eigentlich irgendetwas hier reparieren, wenn der eh als Seemann wieder wegziehen möchte. Aber er möchte den Hof ertragreich auch verkaufen und deswegen sollen wir seine Gehöfte hier reparieren. Und das machen wir auch. Und wir fangen jetzt sofort auch unmittelbar mit der Arbeit an und gucken mal, was wir hier alles erledigen, erreichen können und vor allen Dingen auch, wie schnell das geht, denn wir wollen eigentlich, wäre es mir recht, wenn wir die Zeit hier noch ein bisschen nutzen könnten, um mit dieser Ballenpresse zurück zum Hof zu fahren und vielleicht doch das ein oder andere Getreide noch aufzusammeln, jedenfalls das, was an Stroh noch auf dem Boden liegt, auf dem Acker, und dieses dann zu Heuballen zu pressen, auch wenn wir jetzt natürlich aktuell noch nicht ganz einschätzen können oder wissen, wie wir dieses Stroh oder diese Heuballen dann weiterverarbeiten oder überhaupt erst einmal transportieren werden. Das ist aber nicht weiter tragisch, weil ich bin ganz sicher, dass wir darauf auch noch eine Antwort finden werden. Jetzt müssen wir allerdings erstmal in diesen Innenraum noch schauen, denn auch hier gibt es eine ganze Menge Arbeit, das sehen wir schon. Anders als auf den anderen Gehöften müssen wir hier tatsächlich noch ein bisschen was tun. Das machen wir aber auch gerne. Selbstverständlich. Bumm, da wird die Luftdruckpistole wieder bedient. Kommen wir hier durch? Naja, mit Hopsen geht das. Naja, und es ist eine ganze Menge hier zu tun, ehrlich gesagt. Also diese Kuhboxen müssen wir erstmal wieder herrichten. Das ist aber nur ein Arbeitsschritt. Und dann haben wir hier die Decke vom Speicher noch. Und wenn wir jetzt ganz viel Glück haben, dann können wir eventuell einfach nach oben gehen und den Rest von oben aus erledigen, ohne ein Gerüst. Das werden wir gleich sehen. So, ich denke, hier unten haben wir jetzt alles. Wir gehen mal nach oben und schauen uns mal das Dilemma an. Das ist eine ganze Menge. Kann man nur froh sein, dass wir im Moment geübte Handwerker sind. Das fällt uns im Moment echt wahnsinnig leicht. Das geht flüssig von der Hand. So dass es hier eigentlich im Grunde genommen auch nur wenige Minuten sind, die wir hier tatsächlich verbringen. Das ist hier Ackern im Akkord. Oder wie heißt es? Wie heißt es so schön? Ich denke, so kann man das wohl bezeichnen. Tja. Jedes Lohnunternehmen würde sich wahrscheinlich freuen, eine so
tatkräftige Arbeitskraft hier auf dem Hof zu haben. Guckt euch das mal an, was hier gemacht werden muss. Ja, sag mal, wo hast denn du diese Scheune her? Was hast du denn dafür hingelegt? Da ist ja alles kaputt. Da ist ja der gemeine Holzwurm so durchgegangen. Das ist ja nun wirklich kurz vorm Zusammenstürzen hier, das Ding. Sieht aber schon ganz gut aus. Wesentlich stabiler als vorher. Und damit haben wir diese Mission schon mal abgeschlossen. Jetzt müssen wir wahrscheinlich tatsächlich noch ein Gebäude reparieren. Wer hätte das gedacht? Aber das war eigentlich auch nicht anders zu erwarten. Hier handelt es sich ja auch schließlich um ein etwas teureres Gerät, diese Ballenpresse. Da müssen wir das sogar in Kauf nehmen, dass wir hier ein bisschen mehr machen müssen. Pling und Plong. Also man kann nur hoffen, dass diese Reparaturarbeiten euch auch so einen Spaß machen. Ich bin fast der Überzeugung, dass wenn ich das jetzt hier nicht im Gameplay machen würde, ich das sogar nochmal einmal mehr genießen oder sogar wahrnehmen würde. Denn es ist natürlich schon so, dass wenn man das Ganze dann auch versucht, immer wieder verbal zu dokumentieren, dann ist das natürlich nochmal ein bisschen ein anderes Spiel erleben. Sicherlich auch, weil man sich auf so viele verschiedene, unterschiedliche Sachen versucht zu konzentrieren. Nicht zuletzt auf das, was man da eigentlich von sich gibt, aber ist ja ganz klar, also wenn es keinen Spaß machen würde, dann würde ich es natürlich auch nicht machen. Und im Moment ist das Spiel so gut bei euch angekommen, dass ich sowieso gar keine andere Wahl habe, als jeden Tag für euch eine Folge zu machen. Und mich natürlich auch gleichzeitig, das muss ich ehrlich sagen, wahnsinnig drüber freue, dass es überhaupt so gut bei euch ankommt, dass es überhaupt so aufgenommen und wahrgenommen wird. Und das ist, denke ich, alle Mühe wert, da weiter dran zu bleiben. So, jetzt machen wir es gleich richtig. Bei der anderen Scheune sind wir nicht bis ganz nach oben gekommen. Das machen wir diesmal ein bisschen anders. Das klappt auch ganz gut. So, hier vorne. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, ne? Kommen wir hier ran? Oh, das tat weh. Ich wollte gerade sagen, kommen wir hier ran? Wir müssen auf jeden Fall diese Giebelseite irgendwie auch noch schaffen zu bearbeiten. Aber da müssen wir wahrscheinlich doch nochmal einen Sprung wagen. Also ich bin jetzt nicht sicher, ob wir das hinkriegen, aber wir versuchen das einfach mal. Ja, das hat doch besser geklappt, als ich dachte. Können wir das eigentlich schon wieder wegnehmen? Das brauchen wir nicht mehr. So, jetzt gehen wir aber nochmal hoch und machen erstmal das ganze Dach da fertig. Was für ein Schrotthaufen! Auf der anderen Seite stellt sich natürlich auch immer wieder die Frage, würde man möglicherweise so einen Bauernhof sogar mit Vorliebe kaufen, um einfach auf der einen Seite vielleicht den ein oder anderen Euro zu sparen und auf der anderen Seite diese Möglichkeit überhaupt zu besitzen, diesen Bauernhof auch selbst wieder zu reparieren. Also ich
stell mir vor, das könnte echt Spaß machen. Ich meine, das ist ja immer so, ne? Dass wenn man selbst irgendwelche Sachen herstellt oder repariert, dann weiß man die einfach auch ganz anders zu schätzen. Das war schon immer so. Erinnert mich so ein bisschen, also ich will jetzt hier gar nicht erst mit irgendwelchen Weisheiten anfangen, aber das erinnert mich so ein bisschen immer an die Zeit in der Kindheit, als man ins Haus gekommen ist und die Mama, die gerade gewischt hatte, dann stinksauer war, dass man mit den Gummistiefeln in die Diele gegangen ist und dann gesagt hat, Mann, ich hab grad gewischt. Du machst das alles voll. Und man kann sich überhaupt nicht vorstellen, warum die sich eigentlich so aufregt. Was ist denn da los? Warum hat sie denn jetzt wieder irgendwie so schlechte Laune? Was ist denn da? Soll sich nicht so anstellen. Aber wenn man dann erstmal selber gewischt hat und dann Gäste empfängt und die ziehen die Schuhe nicht aus, tja, dann weiß man spätestens, warum die Mutter so sauer war. Kennt ihr bestimmt. So, tja, was ist da los? Es ist noch nicht fertiggestellt. Was habe ich vergessen? Ja, Tatsache, da oben ist noch was, da leuchtet was. Da müssen wir jetzt allerdings mal schauen. Oh, wie konnte ich denn das alles übersehen? War mir gar nicht klar, dass hier innen noch so viel Arbeit auf uns wartet. Da habe ich mich schon in Sicherheit gewogen und gedacht, na gut, also wenn das Dach dann erstmal fertig ist, dann sind wir auch durch. Aber nein, hier ist noch eine Menge mehr zu tun. So, das war's jetzt. Wunderbar. Kehre zu Kelvin zurück und frag nach der Ballenpresse. Machen wir auch gleich. Ich werde das Gerüst hier allerdings jetzt erstmal wieder wegnehmen und dann ist es auch schon verschwunden. Und dann gucken wir mal, was er zu sagen hat. Ich hoffe, das reicht schon aus. Alles fertig. Alright, as agreed. You may take the baler. As agreed. Yeah. Wir sehen uns. Not for long, mate. Not for long. I can already feel the breeze. Da muss man doch wirklich festhalten, dass diese englische Sprachausgabe um ein Vielfaches abwechslungsreicher und mit Leben gefüllt ist als die deutsche, als die deutschen Sprecher das hier angesprochen haben. Also gefällt mir sogar fast besser. Nein, das gefällt mir eigentlich besser. Obgleich ich das natürlich auch mag, wenn Spiele überhaupt auf Deutsch übersetzt werden und würde mir da wirklich wünschen, dass da noch ein bisschen was getan wird. Gucken wir mal, ob da noch was passiert. Kelvin, es ist zwar schön, dass du da stehst, aber du müsstest jetzt möglicherweise doch mal noch ein bisschen Platz machen mit deinem Allerwertesten. So, dann hängen wir das Gerät hier mal an und dann sagen wir vielen Dank, tschüss und ade, es war wirklich sehr, sehr schön mit dir. Und dann fahren wir wieder zurück auf unseren Hof, nutzen die letzten Minuten, die wir hier noch übrig haben und schauen mal, ob wir hier dieses Stroh vom Feld noch einsammeln können. Vorsicht, hier kommt ein Feldlama, da kannst du nicht durchfahren. Dann machen wir hier einfach mal ganz dezent einen Bogen drum. Ich möchte natürlich schon ganz gerne, so gut es irgendwie geht, hier auf die verwinkelten Straßen verzichten, um hier ein bisschen Zeit zu sparen. Hier gibt es aber auch schöne Sachen. Guckt euch das mal an, dieser Anhänger da. Das ist wahrscheinlich eine Düngemaschine, einen schönen Anhänger können wir hier finden, einen Transporter, einen Trecker. Großartig. Also es gibt hier eine ganze Menge, was wir uns schon mal so ein kleines bisschen unter die Nase reiben lassen können. Aber dafür brauchen wir noch eine ganze Menge Geld.
So viel schon mal klar. Tja, hier haben wir unseren Agrarbetrieb. Auf dieser Seite haben wir ja in der letzten Folge, glaube ich, oder in der vorletzten Folge, ich bin gar nicht sicher, ich glaube in der vorletzten Folge haben wir hier die ganzen Rapskörner verkauft. Das heißt, so weit ist es jetzt tatsächlich nicht mehr bis nach Hause. Upsa. Da war ein Pfeiler im Weg. So. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Was können wir denn hier eigentlich machen? Wir können den Mähdrescher anschalten. Also, okay. Das ist natürlich kein Mähdrescher, aber als Ballenpresse nehmen wir das jetzt mal zur Kenntnis. Mit R schalten wir das Gerät an. Und dann müssen wir wahrscheinlich nichts weiter tun, als über das Heu zu fahren. Mehr wird es wahrscheinlich nicht sein. Hupen hat man sich noch gewünscht. Also die Hupe am Fahrzeug. Aber ich glaube, ihr Lieben, das sind natürlich alles Wünsche. Auf die kann man noch tatsächlich ein bisschen warten. Die beste Hupe nützt dir nichts, wenn überhaupt gar kein Verkehr ist. Wie viel Sprit haben wir denn eigentlich noch? Wir müssen gleich mal gucken, ob sich dieser... Oh ja, wir merken schon, der Spritverbrauch, der reduzierte Spritverbrauch um weitere 50% macht sich hier deutlich bemerkbar. 95% immer noch im Tank. So, jetzt können wir hier eigentlich querfeld einfahren, da müssen wir keine Rücksicht nehmen. Das Gerät bleibt ja eh dran. So, und dann können wir das Ding eigentlich gleich mal anschmeißen und gucken, ob das seine Arbeit macht. So, die Maschine läuft. So. Müssen wir mal schauen, wie schnell wir hier tatsächlich auch damit fahren können. Aber ich gehe mal davon aus, wir können eigentlich den Tempomat auch gerne anlassen. Schauen wir mal. So, und da wird schon das erste... der erste Ballen rausgequetscht. Wie wir diese ganzen Ballen jetzt dann gleich zusammensuchen sollen, das ist mir zwar gerade noch so ein bisschen schleierhaft, aber es wird sich schon ein Weg finden. Also das ist wirklich wahnsinnig praktisch mit dem Tempomat, aber ich empfinde es fast gerade ein bisschen als zu schnell, deswegen schlingere ich hier auch so ein bisschen. Aber immerhin sieht das Feld jetzt auch wieder so ein bisschen wie Feld aus, wenn wir hier diese Arbeit erledigen. Und das ist aber eine große Hitbox, dass wir hier am Baum festhängen. So, wir versuchen das nochmal mit Tempomat. Ja, das klappt doch schon wesentlich besser als vorher.
Tja, da haben wir jetzt noch eine ganze Menge zu tun. Das dauert noch ein bisschen. Und jetzt passiert was genau? Da bin ich jetzt natürlich gespannt. Jetzt. Tja, da ist es einfach mal abgestürzt und hat uns hier im Regen stehen lassen. Das ist ja wohl unglaublich. Tja, aber es ist in der Entwicklung, Leute. Es ist noch nicht fertig, dieses Spiel. Es ist nicht weiter tragisch. Wir werden uns dieses Spiel hier auch noch schön reden, bis das nächste Update kommt. Aber ihr seht schon, ich habe jetzt nach der kurzen Unterbrechung noch ein kleines bisschen Gas gegeben. Ich habe also noch ein bisschen Heu hier schon mal weggenommen und zu Ballen verarbeitet und damit machen wir jetzt noch schnell weiter. Das Feld soll noch fertig werden. Es ist schon 5:30. Wir müssen Gas geben. Oh, schmeißen wir uns das Ding wieder an und sammeln noch das letzte Heu hier vom Feld. Alles kein Problem. Du bist hungrig. Naja, dann haben wir wenigstens was, worauf wir uns freuen können. Man sollte eigentlich davon ausgehen, wenn man Hunger hat, will man noch schneller mit der Arbeit fertig werden und gibt dann nochmal richtig Gas. Deswegen lassen wir uns unseren Charakter jetzt noch ein bisschen quälen. Mit Sicherheit ist das noch etwas, was da auch nochmal überarbeitet werden wird, dass diese Energie, die wir hier zur Verfügung haben, tatsächlich dann auch nochmal etwas genauer berechnet wird. Und inzwischen habe ich auch herausgefunden, dass man diese Heuballen ganz bequem transportieren kann. Mit der Hand. Das heißt, wir können unseren Ballenwagen, unseren Heuwagen, den wir uns erarbeitet haben, ganz bequem per Hand beladen. Wir brauchen also keine zusätzliche Maschine, das ist schon mal ganz gut. Schlimmer wäre es eigentlich jetzt, wenn wir nochmal reparieren gehen müssten, um uns noch einen Gabelstapler zu organisieren. Manchmal ist es doch recht schön, wenn man das per Hand machen kann. So, und schaut mal, das geht doch schnell. Dann haben wir es fast geschafft. Noch 1-2 Kurven. Und dann ist das Feld hier fertig. Ich habe noch ein bisschen was vor. Wir haben ja noch ein bisschen Geld auf dem Konto. Da habe ich mir gedacht, was haltet ihr davon, wenn wir noch ein bisschen was ausgeben? Einfach weil wir es können. Ab und zu verschwindet hier die Textur so ein bisschen, aber ich glaube, wir haben jetzt alles. Oh, na gut, machen wir uns die Kiste mal aus. Und vielleicht auch wieder ein kleines bisschen leiser. So. So, jetzt werden wir erstmal hier diese Gerätschaft so hinstellen, dass es auch nach was aussieht. Der Vini hat schon mit mir geschimpft, dass ich hier ja alles in der Gegend verteile. So viel Unordnung ist er gar nicht von mir gewohnt, hat er gesagt. Also, dann müssen wir daran was ändern. Was ist denn das? Was ist denn das hier? Habe ich aber auch keine Informationen. Das sieht ja interessant aus, das Ding. Interessant. Hier könnte aber eigentlich unser Mähdrescher rein. Aber wisst ihr was? Wir stellen jetzt mal diese Maschine erstmal hier in diesen kleinen Zwischenraum. So, dann ist das Ding abgehängt, jawohl, wunderbar. Und das andere müssen wir uns dann hier mal rausnehmen, dieses
dieses unbekannte heiße Teil. Tja, das ist natürlich... Müssen wir uns jetzt erstmal so ein bisschen schieben, dass wir es überhaupt anhängen können. Ich krieg's im Moment noch gar nicht dran. Müssen wir noch ein bisschen rumprobieren. So vielleicht, möglicherweise. Ach komm, einen kleinen Schubs kriegst du noch. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Er nimmt es nicht an. Ist ja verrückt. Müssen wir uns das noch ein bisschen anders hinstellen. Die Hitbox ist natürlich wieder ganz eigentümlich. So, vielleicht klappt es ja jetzt. Mähwerk. Ah. Ein Mähwerk. Ne, das ist natürlich auch praktisch. Das könnten wir eigentlich gleich mal ausprobieren. Warum eigentlich nicht? So, aber ich muss mal ganz kurz Nase. Das kann immer mal wieder für kleine Unterbrechungen sorgen. Aber es soll euch hoffentlich nicht stören. So, Mähen beginnen. Dann testen wir das mal. Sehe ich jetzt aktuell nicht, was das bringen würde, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, da sind wir mit unserer Motorsense besser bedient. Wir lassen mal das Gerät hier auch einfach bei den Gerätschaften hier vorne liegen. Können wir bei Gelegenheit nochmal ausprobieren. Vielleicht hat es auch eine ganz andere Bewandtnis und ist vielleicht einfach auch möglicherweise falsch übersetzt. So. Wir haben noch 91% Sprit und wir haben etwas Hunger. Ja, ich sehe schon. So, wir fahren jetzt hier nochmal zum Agrarfachgeschäft. Ist ja um die Ecke. Das dauert ja nicht lange. Das machen wir jetzt zum Abschluss der Folge noch. Denn, ja, richtig, wir haben noch zu viel Geld. 7000. Das hauen wir jetzt noch auf den Kopf. Ich würde fast dafür plädieren, dass wir uns einfach mal ein paar Kühe leisten. Einfach um zu wissen, wie das ganze System funktioniert mit den Kühen. Und ich glaube, so ein Pott frische Milch kann uns gut tun. Bringt wahrscheinlich auch nochmal ein kleines bisschen mehr Geld als die Eier von den Hühnern. Und wir hätten gleichzeitig damit auch gewährleistet, dass wir uns unseren eigenen Dünger produzieren. Also Gülle, Jauche zum Besprenkeln der Felder. Und mal ganz abgesehen davon, ich meine, man könnte das Geld jetzt natürlich auch ein bisschen sparsamer anwenden oder ja, sparen, indem man zum Beispiel sagt, man wartet lieber noch ein bisschen und investiert das Geld dann eher in andere landwirtschaftliche Geräte. Aber ich glaube, solange wir im Moment noch dabei sind, uns überhaupt den Grundstock der Maschinen zusammenzusparen und durch Reparaturdienste oder sonstige Aufgaben erwirtschaften können, wäre es ja jetzt eigentlich fatal, wenn wir jetzt schon anfangen würden, irgendwelches Geld zu sparen oder für andere Sachen auszugeben. Ich würde sagen, das, was wir jetzt haben, das investieren wir erstmal eher gewinnbringend,
so dass wir hier auch das Spiel vielleicht nochmal von einer ganz anderen Seite erleben können. Deswegen gucken wir jetzt mal. So, der Laden hat noch auf, ausgezeichnet. Die machen extra Überstunden für uns. Und ich würde sagen, wir holen uns mal 3 Kühe, kostet uns 3000 Euro. Und wir brauchen Kuhfutter. Dünger brauchen wir, glaube ich, noch nicht. Ich glaube, das können wir uns sparen. Kuhfutter haben wir 1000 Kilo. Ich würde sagen, wir holen uns mal... Oh, das ist ganz schön. Das geht schon ein bisschen ins Geld. Das sehen wir schon. Aber wir holen uns einfach mal vielleicht für den Moment so einen Schwung jetzt von 2800 Kilo. Das soll dann auch eine ganze Weile reichen. Jetzt haben wir zwar nur 1200 Euro auf dem Konto. Das muss noch reichen, wenn wir vielleicht dann mal noch Saatgut oder Dünger kaufen möchten. Aber jetzt haben wir Kühe. Ist das nicht klasse? Und die gucken wir uns noch an in dieser Folge. Zumindest ganz kurz für den Moment, dass wir mal wissen, wer überhaupt bei uns jetzt im Stall steht. Und dann können wir uns wahrscheinlich schon am nächsten Morgen auf eine Kanne frischer Milch freuen und 20 Eier möglicherweise. Ich habe gar nicht geguckt. Möglicherweise könnte es auch sein, dass die Hühner zwischendurch auch wieder das ein oder andere Ei gelegt haben. Dass man also gar nicht nur morgens gucken müsste, sondern einfach auch immer zwischendurch mal rein schlüpfen kann in den Stall und einfach mal guckt. Wir hätten jetzt schon mal einen Grundstock an Tieren. Wir haben einen gewissen Grundstock an Arbeitsgerätschaften, die wir bei uns benutzen können. Und würden uns dann morgen um den Kuhstall ein bisschen kümmern und würden uns die nächste Mission ansehen. Unbedingt sogar, denn wir sollten vielleicht mal versuchen, hier eins der Felder einfach nur mal testweise doch zu bewirtschaften, weil... Ich meine, wir sind hier zwar im August, es ist aber trotzdem noch fraglich, ob diese Jahreszeiten tatsächlich so einen Einfluss jetzt im Moment schon auf das Spiel haben oder nicht. Probieren können wir es einfach mal, warum eigentlich nicht? Aber dafür brauchen wir noch Gerätschaften, denn wir müssen ja auch das Saatgut ausbringen können, wir müssen Dünger aufbringen können. Also es ist noch eine ganze Menge, was wir hier uns erwirtschaften müssen, können, sollten. Wo hat er mich denn jetzt, wieso... Jetzt hat er mich vom Traktor aus hier in dieses Gebäude reingeschmissen. Na, warum nicht? Okay, jetzt gucken wir mal in unseren Kuhstall. Oh, hier höre ich schon was. Hallo! Ah, die sind schon angekommen. Das ging aber schnell. So, wir schauen mal rein hier. Guten Abend! Oh, guckt euch das mal an. Sehen die herrlich aus. Schön. Ihr seid aber hübsch. Ich hätte gar nichts dagegen, wenn die auch andersrum stehen würden und uns angucken würden, aber finde ich richtig, richtig schön animiert. Gefällt mir ganz gut bisher. Tja, jetzt müssen wir mal gucken, wie das mit dem Melken funktioniert. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal das Futter drin, die Wassereimer zum Schleppern und öffnen, aktivieren. Achso, das ist das Licht. Okay, hier hinten steht ja noch diese Absaugvorrichtung für Milch. Da schauen wir uns dann mal, ich würde sagen, wir schauen uns das mal am morgigen Tag an. Wir lassen die Nacht jetzt noch in Ruhe verstreichen und sehen uns dann, wenn ihr mögt, in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Hoffe natürlich auch, dass es euch ein kleines bisschen Spaß gemacht hat und wie gesagt, vergesst bitte nicht oder denkt einfach dran, dass ich jetzt in den nächsten Tagen immer noch Folgen vorproduzieren werde, damit ihr einfach was zu sehen bekommen könnt, damit das regelmäßig für euch bleibt. Aber das hat natürlich den Nachteil, dass ich dann eben nicht auf die Kommentare immer eingehen kann. Das heißt, verbal jetzt im Gameplay kann es dann immer mal zu Verzögerungen kommen. Das heißt, ich werde mein Bestes geben, dann trotzdem euch schriftlich irgendwie zu antworten auf YouTube. Ansonsten wisst ihr das jetzt erstmal und könnt euch trotzdem dann
immer noch auf die ein oder andere Folge freuen. So, ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen. Tschüss und Ade, sagt der Lama.